für uns geht es heute ins Animal Kingdom. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus Walt Disney World. Für uns Tag 2 und es ist Zeit für Animal Kingdom, sieht man hier oder auch an meinen Ohren. Ich freue mich sehr, wir haben jetzt 7:30, das ist der Park, der am frühesten aufmacht, aber auch am frühesten wieder schließt. Was wir geplant haben, wir haben schon Genie Plus gebucht für Expedition Everest. Wir haben ja Genie Plus in unserem kompletten Paket drin für jeden Tag, das heißt, wir müssen das nicht mehr extra bezahlen. Und wir haben Lightning Lane für Flight of Passage gebucht, kostete $11 pro Person. Und wollten wir uns am ersten Tag einfach gönnen. Wir wissen ja nicht, was in den nächsten Tagen so passiert mit Hurricane Ian und so. Ob wir im Hotel bleiben müssen oder nicht. Also eingesperrt werden wir hier nicht. Aber ja, mal sehen. Wir werden aber als erstes Mickey und Minnie im Dschungeloutfit treffen. Darauf freue ich mich sehr. Dann werden wir bestimmt einige Fotos bei den Fotopass-Fotografen machen. Hier gibt es ja tonnenweise Fotopass-Fotografen im Animal Kingdom oder generell in Disney Parks und darauf freue ich mich wieder. Ich bin von Animal Kingdom, von Universal. Guck mal, da ist ja auch ein Rainbow. Ja, wir sind im Animal Kingdom drin und mir ist jetzt schon heiß. Ich schwitze wie Sau. Das erste, was wir machen, jetzt einen Fotopass-Fotografen nutzen. Hotelgäste haben ja Early Entry und zwar eine halbe Stunde, also ab 7.30 Uhr dürfen Hotelgäste rein und ab 8 Uhr dann alle anderen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber da hinten stehen einfach zwei Geier. Da. Die sehen echt aus wie aus Dschungelbuch, aus dem Film. Einfach so random. Das liebe ich so an Animal Kingdom. Einfach wunderschöner Park. Ja, wir treffen jetzt Mickey und Minnie im Dschungeloutfit. Standby-Zeit ist wohl 20 Minuten. Mal gucken. Wir haben 8 Uhr. Lang's dauert. How are you today? Good? What adventures are you expecting today? Dinosaurs? Ooh. So... are you not scared of dinosaurs? No? So... Can we take a picture only of you and then all together? Es ist Zeit für unsere erste Attraktion hier im Animal Kingdom und als ich im Januar hier war, hatte ja Expedition Everest zu, under Refurbishment und jetzt meine erste Fahrt. Ich freue mich sehr, ich bin sehr gespannt und ja, ich würde sagen, wir erklimmen mal den Berg. Man sieht ihn kaum. Ja, freue mich. Hi. Hello.
wenn man aus der Attraktion rauskommt, sieht man hier so ganz tollen Yeti-Merch, Loungefly, hier so Anhänger, Spirit-Jersey, Decke. Ja, ansonsten habe ich jetzt die anderen verloren. Hier so ein T-Shirt. Ja, wollen wir die anderen suchen. Wir sind Expedition Everest gefahren und hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt ja das On-Ride gesehen. Ist eine nette Attraktion, haut mich jetzt nicht um. Ist sehr lange tatsächlich, das hat mich gewundert. Und ja, jetzt geht's Richtung Afrika. Da machen wir dann gleich die Safari. Und ja, wir brauchen jetzt schon den Nackenventilator. Ist heute sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Wir haben uns jetzt doch dazu entschieden, ein kleines Päuschen zu machen, denn die Kite-Tail-Show läuft jetzt ab 9.10 Uhr. Und wir haben ein bisschen Zeit bis zu unserer nächsten Lightning Lane. Und ja, sitzen ist ganz gut. Und die Show. Ja, bei dem Wetter muss man auch Pause machen, auf jeden Fall genug trinken. Und die Show läuft nur bis 30. September. Und dann hört sie auf. Ist jetzt nicht mega spektakulär. Also man verpasst jetzt nichts, wenn man sie nicht gesehen hat. Aber wir gucken sie jetzt an und es wird die Lion King-Version sein. Also die Kite-Tail-Show war krass abgespeckt. Als ich im Januar hier war, gab es viel mehr Castmember, die sind hier unten rumgelaufen mit so Figuren und ging auch viel länger und auch mehr Kite-Tails waren dabei. Es ging jetzt vielleicht 5 Minuten, 6 maximal. Es war super nett, aber ja, ich glaube, gegen Ende war das jetzt nicht mehr so beliebt und dann haben sie es abgespeckt und es ist ja jetzt eh demnächst vorbei. Ja, wir gehen jetzt Richtung Safari, Richtung Afrika, gucken dann mal uns ein bisschen um und dann geht's auch schon auf die Safari. Wir fahren jetzt eine Runde Rafting und ich weiß vom letzten Mal, man wird schon sehr nass, aber gerade bei den Temperaturen auf jeden Fall eine sehr angenehme Erfrischung und ich freue mich drauf. Gerade Wartezeit 5 Minuten. Der Linke.
Ja, wir sind jetzt runter von der Rafting und ich bin klitschnass. Ich musste meinen Rock jetzt schon hochbinden, weil der ist durchtränkt. Ich könnte ihn, glaube ich, ausfringen. Ich habe zum Glück noch eine Radler unten drunter. Und bei den Temperaturen wird es wahrscheinlich schnell trocknen, aber alles nass. Haare, Oberteil, alles. Aber erfrischend. Und das Rafting ist tatsächlich kurz, also es gibt eigentlich nur einen Drop. Und ja, dann kann man halt, wo man sitzt, nass werden oder halt nicht. Und ich bin nass geworden. Wir gehen jetzt auf die Kilimanjaro Safari. Angesetzte Wartezeit normal 65 Minuten, aber wir haben ja unseren Genie Plus gebucht und dürfen durch die Lightning Lane rein. Ich freue mich. Ich hoffe, wir sehen ganz viele Tiere, obwohl jetzt schon langsam Mittagszeit, also wärmer. Und man bekommt immer gesagt, dass wenn es wärmer wird, die Tiere sich dann immer ein bisschen verkriechen, würde ich mal sagen. Schon mal eine Vorwarnung, es wird eine sehr wackelige Angelegenheit hier. Also es wird, die Aufnahmen werden sehr wackelig sein. So, wir sind jetzt mit der Safari gefahren und haben einige Tiere gesehen. Und jetzt geht's zu den Gorilla Falls. Das ist so ein Laufweg, wo man auch einige Tiere sehen kann. Da wollen wir noch mit irgendeinem langsamen Zug fahren. Aber die Safari ist immer eine sehr wackelige Angelegenheit. Wir sind jetzt hier im Avatar- oder im Pandora-Bereich angekommen und entspannen hier kurz noch im Schatten, bevor es zu unserer Lightning Lane zu Flight of Passage geht. Die ist um 12.35 Uhr. Wir haben jetzt aber gerade schon Mobile Order gemacht für Satuis Canteen.
Habe ich aber beim letzten Mal schon gegessen. Da gibt es so Bowls und ein bisschen asiatisch angehaucht. Und ja, danach werden wir dann was essen gehen und uns dann auch mal ein bisschen auch drin entspannen. Ich hoffe, da ist Klimaanlage. Und dann geht's zu River Journey, der anderen Attraktion hier im Pandora-Bereich. Powerful animal called an Ikron, or as we call it, a Banshee. The way you're gonna do this is by being matched to something called an Avatar. And I'm here to help you guys get ready. But first, we have to scan you for Pandoran microparasites. All right, everyone, stay on your number and move your arms a bit. Okay, start scan. Okay, to get you flying on a Banshee, we need to find each of you an avatar. Let's prep the genetic sampling. I'm on it. Okay, first we need to find the compatible match of your genetic material with the genetic material of one of the avatar bodies that we already have. Ja, wir sind runter von Flight of Passage und ich fand es wieder sehr, sehr schön. Und Brina und Sinan sind ja zum ersten Mal gefahren. Brina, was sagst du denn? Ich würde direkt nochmal $11 ausgeben, um es nochmal fahren zu können, ohne anzustehen. Aber es ist meiner Meinung nach immer noch nicht die, also es ist nicht die beste Disney-Attraktion, die es gibt. Ich finde, in Shanghai Pirates ist immer noch viel, viel besser. Aber es war trotzdem toll. Ich habe fast geweint. Ja, sie hat fast geweint. Mit Pirates Shanghai kann ich ja nicht mitreden, da war ich ja noch nicht. Aber könnt ihr, wenn ihr da schon mal wart, auch unten in die Kommentare schreiben. Ja, wir gehen jetzt unser Essen abholen und gehen dann Mittagessen. I know Don makes a lot of these little things. Yes, look at that. All right. So, das ist unser Mittagessen in Satui's Kantine. Das ist die Kinder Bowl, Kinderportion für $9.50, glaube ich. Und dazu gibt es noch ein Getränk. Kann man sich immer wieder auffüllen. Ja, das lassen wir uns jetzt mal schmecken. So, wir haben jetzt natürlich ein bisschen länger in Satui's Kantine gesessen. Es gab ja Refill-Getränke und wir mussten mal einfach kurz sitzen, also kurz ein bisschen länger sitzen und runterkommen und so bei den Temperaturen. Ja, jetzt geht's zu Navi River Journey und ja, ich freue mich drauf. Es ist auch eine sehr schöne Attraktion und der Pandora-Bereich ist eh wunderschön. Ich zeige euch gleich noch ein bisschen was. Thank you.
Ja, da ist Kevin. Thanks, Kevin! That's so cool. We're gonna take a picture with Kevin. Ja, wir haben jetzt einige Bilder gemacht und haben jetzt noch Kevin gesehen. Das war ja auch ein Wunsch von mir. Und jetzt gehen wir uns die Findet Nemo Show angucken. Ich bin mal sehr gespannt. Es ist aber unerträglich warm. Ich habe schon ein leichtes Halskratzen von der Klima. Ich bin da sehr anfällig, muss ich sagen. Dieser Wechsel heiß-kalt tut meinem Hals nicht so gut. Aber man muss halt durchhalten, ne? Ja, wir gucken jetzt die Findet Nemo Show. It's your first day of school, Nemo. We're ready to learn. Get some knowledge. Come on. Hey, Dad. Wouldn't it be cool if I maybe met a shark when I'm in school? No. Or an eagle-fish. Is it true that they have... Look out! Oh, sorry, sir. Oh, help. They've got my son. They've got Nemo. Have you seen a boat? A boat? I've seen a boat. Follow me. Thank you. Do you mind? What? Well, I'm trying to swim here. But we're trying to find Nemo. You'll show me which way the boat went. A boat. I've seen a boat. Follow me! Wait! We already did this. We did? Oh, dear. Not food. The way has blocked up today. When I shut underneath. Wir haben uns jetzt die Findet Nemo Show angeguckt. Im Prinzip wird die Story vom Findet Nemo Film musikalisch nachgespielt und ich fand sie tatsächlich sehr, sehr schön, sehr nett anzusehen, also besser als die Lion King Show beim letzten Mal. Solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Wir holen uns jetzt hier so eine Frozen Banane. Ich habe gehört, dass es wohl sehr gut schmecken soll. So, so sieht die Banane außen aus, ja. Schön Mickey, also die Banane ist nicht Mickey-Shape, aber wenigstens die Verpackung. Und hier, der Sian hat so einen schönen Mickey-Sandwich-Bar. Hat beide $6 gekostet, also ist echt kein Schnapper, aber sieht sehr schön aus. Ja, jetzt hat es angefangen zu regnen. Ist ja eigentlich normal jetzt hier um die Jahreszeit, so immer zwischen 4 und 5 fängt es immer an zu regnen. Und deswegen gucken wir uns jetzt die Show an, It's Tough to be a Bug oder so, diese große Krabbeln-Show, die habe ich auch im Januar nicht gesehen, die habe ich immer übersprungen, weil ich mag das große Krabbeln nicht so. Aber wenn es jetzt regnet, kann man das machen, aber okay, wir müssen weiter, wir sind hier so ein bisschen lost, wo hier der Eingang ist, hier ist auch keiner.
So, da seht ihr mal, wie es gerade regnet. Ich werde jetzt die Kamera wegpacken, mal gucken, wie lange es noch anhält und mein Poncho und mein Regenschirm auspacken. Ja, und dann müssen wir mal da durch, ne, würde ich sagen. Es regnet immer noch in Strömen. Meine Füße sind schon klitschnass. Aber ich musste noch eine Sache erledigen. Und zwar, ich musste zu Starbucks und gucken, ob es diese Tasse hier gibt. Und ja, sie gibt es. Ich war erfolgreich. Ich bin so happy. Und die kaufe ich mir jetzt. Ja, wir sind jetzt draußen aus dem Animal Kingdom und warten auf den Hotelbus. Wir haben uns jetzt doch erstmal umentschieden und fahren erstmal ins Hotel. Aber ich muss noch was mit der Tasse erzählen. Und zwar habe ich ja die Tasse gefunden und dann bin ich zur Kasse und dann fragt mich der nette Castmember, ob ich denn eine Jahreskarte habe. Ich so, ja, eine Disneyland Paris Jahreskarte. Und er so, oh, Moment, ich muss mal nachfragen. Übrigens lässt meine Stimme langsam nach, die Klima. Und ja, er kam dann wieder und meinte, ja, es gibt Rabatt. Und Brina hat jetzt auch eben Ponchos gekauft und hat auch Jahreskartenrabatt bekommen. Also wir kriegen, wenn wir es probieren und wenn sie es akzeptieren, kriegen wir 30% Rabatt. Echt gut, finde ich mega. Und im Endeffekt habe ich für die Tasse dann nur $17 bezahlt. Günstiger als in Disneyland Paris auf jeden Fall. Ich freue mich sehr darüber. Ja, jetzt fahren wir mit dem Bus zum Hotel, weil der Uber zum Outlet hätte jetzt $38 gekostet für eine Strecke und das waren wir uns jetzt tatsächlich nicht wert. Ich vermute, das ist so ein Unwetter, alle fahren jetzt nach Hause Aufschlag. Adaptiert Uber tatsächlich je nach Wetter und je nach Aufkommen, wird der Preis adaptiert. Ja, gehen wir kurz ins Hotel, holen uns was zu trinken und checken dann nochmal, was es kosten würde, eben zum Outlet zu fahren und zu Target und so weiter. So, wir haben uns kurz, frisch gemacht, das ist übertrieben. Ich habe mir heute anders angezogen, meine Brille angezogen. Und ja, guck mal, hier gibt es Handtücher. Haben jetzt ein Uber bestellt und fahren ins Character Warehouse. Es hat bis 21 Uhr offen. Gucken mal, was wir da so kriegen können, shoppen können. Und dann gucken wir mal, da in der Nähe gibt es eine Cheese Factory und Cheesecake Factory. Cheese Factory. Das wäre nichts für mich. Und zu Target eventuell. Genau. Also die Klima hier macht mir schon ein bisschen zu schaffen. Ich merke das immer direkt im Hals. Aber wir haben genug Sachen mitgenommen und trinken jetzt einen schönen Zitronen-Ingwer-Tee. So, wir sind jetzt in Wineland angekommen. Und da waren wir ja im Januar auch. Wir suchen jetzt den Disney-Shop. Mal gespannt. Ne, da nicht. Wir müssen jetzt den Food Court suchen, da durchlaufen und dann müsste der Disney-Store sein. Hier habt ihr so Shops wie Guess, Prada, Longchamp. Wir gucken mal. Klappt der nicht? Hier. So. Müssen wir da rein? Ja, Disney Character Warehouse. Ja, aber da oder vorne? Das sieht eher nach Eingang aus, oder? Weiß ich jetzt auch nicht. Wir sind jetzt angekommen, haben das Disney Character Warehouse gefunden und sagen, wir gehen jetzt mal rein. So, hier gibt es Dooney und Burke im Dumbo Design. Kostet $150. Ursprungspreis war 300, also 50% reduziert. Hier sind die Incredibles. Pferde. Oh, die Tasche. Die habe ich mir mitbringen lassen, Brina. Die ist reduziert auf $36. Naja. Ach, der Loungefly ist auch hier. Richtig gut. Reduziert. Kostet $38. Also es ist echt ein Schnapper. Ja, hier gibt es Sachen von der Pride Collection. Shorts. So ein den Mini-Loungefly für $21. Ja, bei Euro. T-Shirt von der Pride 10. Der Pride Rucksack. Also so, es gibt schon die Haunted Mansion Sachen. Hm.
Hier noch ein Haunted Mansion Jogginghose. Tower of Terror Pullover. Dicker Pullover mit Star Wars. Holiday Cheer. Es macht Musik. Was tut es? Es leuchtet. Tasse. $8. Die Ornamente wollte ich mir bei Shop Disney bestellen, glaube ich. Die da habe ich mir letztes Jahr bestellt. Die kostet jetzt nur noch $9. Haben vorher 30 gekostet. Ah, das leuchtet auch. Ganz viele Christmas-Ornamente. Das Ohren für $6. Das sind diese Abschlussohren. Gibt es hier Kuscheltiere. Cuddles, die sind aber nicht reduziert, irgendwie steht da nichts drauf für 30. Die Ohren. Da steht jetzt aber auch kein Preis dran. Ja, einige Tassen gibt es hier natürlich. Hier sowas finde ich natürlich auch cool, aber sowas kann ich halt nicht mitnehmen. $15 würde das kosten. Eine Rapunzeltasse, glaube ich, oder? Verschiedene Schlösser sind da, glaube ich, drauf. Ich muss mal weiter gucken. Sonst komme ich hier nie raus aus diesem Laden. Hier ist noch der Pretzel Loungefly. Der ist aber irgendwie nicht reduziert. Steht $85 noch dran. Ja, hier gibt es die Ohren, die kosten jetzt $9. Diese Flauscheohren, diese Make-A-Wish Headband-Ohren kosten 3. Die hier kosten auch, glaube ich, 9. Also richtiger Schnapper. Ja, ich habe gerade die Gürtel entdeckt. Natürlich mit. Schlossgürtel. Ja. Ich laufe jetzt noch hier. Oh mein Gott. Was? Die habe ich im Januar schon gesehen und wollte. Damit du so halt dass wir auch den Leuten erzählen. Also die hier für Disneyland Paris Geburtstag. Was kostet sie denn jetzt? 50,99. Finde ich immer noch teuer. Ja, ist tatsächlich. Die finde ich ja geil, ne? Ja. Glatzhose. Ich gucke jetzt mal, was ich möchte. Legt euch mal klar. Ja, der Walt Jersey ist auch im Sale. Für. Alter. 25 Euro. Ich habe mich zum vollen Preis gekauft. Naja, so ist das. Der Prezel-Jersey hängt da auch. Oh mein Gott. So, ja, wir sind jetzt wieder draußen. Ich habe mir nur einen Gürtel gekauft, aber das habt ihr bereits im Hall schon gesehen, weil der Hall ist ja schon online. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall mal rein. Und ja, Rina hat sich die Tasche gekauft, die aus der World Collection. Die Umhängetasche, die ich auch habe, für vollen Preis. Also, ja, ist natürlich doof, aber kann man natürlich nicht wissen. Und sie hat sich auch den Gürtel geholt und einen Ring. Also haben schon was gefunden. So, jetzt müssen wir uns noch was zu essen suchen. So, wir haben uns jetzt was zu essen im Hotel geholt. Wir hatten jetzt keine Lust, irgendwo anders hinzufahren. Wir sind schon wieder todmüde. Und ich habe mir die Nudeln geholt mit Hähnchen und einer Soße für $13 irgendwas. Ja. So, es ist jetzt dunkel, aber ja, das war unser Tag, unser zweiter Tag hier in Walt Disney World im Animal Kingdom und ja, dann heute Abend noch ein bisschen shoppen und was gegessen. War ein guter Tag, natürlich der Regen irgendwann hat uns ein bisschen getrübt, aber ja, wir schauen jetzt mal, was die nächsten Tage noch passiert, ob Hurricane Ian jetzt auf uns trifft oder nicht, das ist immer so hier und da und abwägen. Brina möchte sich gerne darauf vorbereiten und Vorräte kaufen. Ich bin da so ein bisschen, oh, ich lasse es auf mich zukommen.
Und ich denke mal, dass Disney uns da auch schon nicht im Stich lassen wird und uns verhungern lassen oder verdursten lassen wird. Und wenn dann so mal ein, zwei Tage halt im Zimmer, wird man auch überleben. Aber das ist meine Meinung. Ja, morgen geht's nach Universal. Da freue ich mich sehr drauf. Ich habe mich ja schon ein bisschen in den Park verliebt beim letzten Mal. Und ja, bin sehr gespannt wieder auf den Harry Potter Bereich. Und ja, begleitet uns dann morgen in Universal. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns dann morgen in aller Frische wieder. Ciao!